Es ist Mittwochabend, 18.05 Uhr. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Ollis Abendshow. Die Fürther Landrätin Pauli wollte ja die Ehe auf Zeit einführen. Nach 7 Jahren sollte die Lebensgemeinschaft automatisch enden. Die teils fassungslosen Reaktionen auf diese Idee zeigen, die Ehe steht immer noch für Beständigkeit und lebenslange Treue. In der Wiesemshalle wurde das im Januar wieder groß gefeiert. Heute unser Thema, ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß, die Hochzeitsmesse 2008. Mein Name ist Oliver Rosenthal, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nicht nur die Bräute wollen super aussehen, auch den Herren steht ein feiner Zwirn gut zu Gesicht. Oliver Sklotz vom Modehaus Die Form ist einer der führenden Experten für Herrenmode in Oldenburg. Was sind denn die Trends in der Herrenmode in diesem Jahr? Die Trends in der Herrenmode ist ein eindeutiges Erkennen hin zu einer individuellen Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Also sprich, man möchte sich so darstellen, wie man individuell sich sieht, ohne zu vergleichbar mit allen anderen sozusagen sich mit der Angetrauten das Ja-Wort zu geben. Also etwas sehr Persönliches, sehr individuell sich darstellen und somit auch der Hochzeitsgesellschaft sozusagen zu dokumentieren. Die besondere Art meiner eigenen Persönlichkeit habe ich mit der Kleidung nach außen getragen. Jetzt ist Ihr Haus ja bekannt dafür, dass Sie auch auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Haben Sie so, wenn Sie das letzte Jahr Revue passieren lassen, war da irgendwas besonders Außergewöhnliches dabei? Oder was sind so Sonderwünsche, was kann das sein? Besonders und außergewöhnlich ist letztendlich jeder einzelne Anzug, weil er halt sehr individuell wird. Und da steckt bei jedem Anzug eine persönliche Geschichte dahinter. Besondere Details sind immer wieder kontrastige Stitchings, farbige Knopflöcher, besondere Knöpfe oder Applikationen, die durch den Kragen und die Patten farblich abgesetzt sich besonders darstellen. Das ist immer etwas, was gerne genommen wird, weil jeder halt ganz einfach seine persönlichen Wünsche so dokumentieren kann. Haben es die Herren wirklich einfacher als die Frauen? Man hat immer das Gefühl, ja, die Frau, die muss hier 2-3 Stände weiter bei Haferkost oder so 1000 Kleider anprobieren, bevor das Richtige dabei ist. Sind Herrenpflege leichter oder stimmt es überhaupt gar nicht? Ja und nein. Das ist halt wie die Natur bei Frauen letztendlich auch ist. Ist bei den Männern halt auch genauso. Es gibt sozusagen, wenn Sie sagen pflegeleichter, gibt es natürlich welche, die sind schnell entschlossen und wissen genau, was ihnen vorschwebt. Und es gibt viele natürlich, die auch einmal sich anschauen wollen, was es überhaupt alles gibt, die sich dann gerne ausführlich beraten lassen, was auch richtig ist. Dafür sind wir ja auch da und auch sicherlich bekannt, dass wir gut und umfassend beraten. Und so können wir natürlich den Mann auch ein umfassendes Bild geben und er kann dann in Ruhe entscheiden, was er möchte. Das gibt es bei den Frauen wie bei den Männern. Es gibt dann schnellere und es gibt welche, die brauchen halt immer nachts drüber schlafen, aber das ist völlig okay, weil es ist ja für dasjenige Paar auch eine großartige Sache. Vielen Dank für das Gespräch. Oliver Sklotz von Die Form. Galeria Kaufhof bietet den Kunden einen ganz besonderen Service an, damit keine Hochzeitsgeschenke doppelt gekauft werden. Heiko Borowitz äußerte sich aber zunächst mal sehr zufrieden über den Verlauf der Messe. Sie stehen dieses Jahr ein bisschen auffälliger. Letztes Jahr waren Sie ja so ein bisschen eingezwängt. Ist das ein schönerer Stand? Sind Sie zufriedener als letztes Jahr? Ja, wir haben uns mit Absicht diese Wahl hier getroffen, weil wir im letzten Jahr nicht im Hauptgang standen. Das heißt, wir hatten lange nicht so viel Resonanz, wie wir uns das hier erhofften. Der Gang ist natürlich offener, heller, direkt gegenüber von der Bühne. Ja, haben wir mit Absicht so gewählt. Jetzt haben Sie ja diese Online-Hochzeitsliste. Sagen Sie nochmal, wie die genau heißt und wie es funktioniert. Diese Liste nennt sich Geschenkservice-System. Das Prinzip besteht darin, dass Sie sich einen virtuellen Tisch anlegen. Also das Hochzeitspaar kommt zu uns in die Filiale, legt Geschenke fest, die Sie haben möchten. Sprich Espressomaschine, wie wir sie hier gerade sehen, Besteckkasten, einen Koffer, alles was man so braucht. Nichts doppelt, nichts dreifach und nichts, was unnütz ist. Dann wird die durch uns in den PC angelegt. Und dieser PC steht in allen Filialen. Und die Oma in Berlin und der Onkel in Stuttgart kann dann diese Liste einsehen und kann sie sich auch vor Augen führen, weil ein Bild auch abgebildet ist von diesem Artikel. Das heißt, es kann also nicht passieren, dass Dinge doppelt gekauft werden? Oder das heißt, das System registriert, was ist schon gekauft, was ist nicht gekauft? Oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, es registriert, was ist gekauft, sofort. Nach ein paar Sekunden ist der Artikel dann auch verschwunden und kann nicht mehr gekauft werden. Gibt es bei den Geschenken eigentlich auch Trends? Gibt es was immer geht oder was besonders häufig gekauft wird zu solchen Anlässen? Na, Trends ist im Moment dieser Pet-Automat. Das ist der einzige Trend, den ich im Moment sehe. Ansonsten sind das die traditionellen Geschenke, Besteck, Geschirr, Kochmaterialien, Kochtöpfe. Das ist dabei geblieben. Aber auch hochwertige Espressomaschinen, wie wir sie hier von Krupp sehen, die kommen immer mehr in den Vordergrund. Vielen Dank für das Gespräch. Sie hören Ollis Abendshow jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat hier auf O1. Ollis Abendshow, schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.